Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt lange nichts vom Arbeit gehört. Das hat den Grund, weil das Auto wurde lackiert. Wie ich sagte. Da ich euch nicht zu sehr mit den ganzen Projekten herausfordern wollte, habe ich mir in dem Fall überlegt, wir lassen den einfach mal komplett lackieren und zeigen euch das Ganze erst jetzt, wo es fertig ist. An dieser Stelle vielen Dank an Christian und sein Team von der Firma Lackwelt aus Uexleben. Super motiviertes, frisches, junges Team, was auch noch richtig Bock hat, solche Ganzlackierungen zu machen. Ich habe den Arbeit gestern Abend sogar geliefert bekommen. War zwischenzeitlich zwei, drei Mal da, weil ich mir das Ganze natürlich wie immer angeguckt habe. Aber ich muss wirklich sagen, wenn ihr auch noch einen Lackierer sucht, Uexleben, Magdeburg, der wirklich Bock heutzutage noch auf Ganzlackierung hat, was wirklich selten geworden ist, weil die meisten Lackierer eher lieber so ein bisschen Stoßstangen, Kotflügel, Unfallreparaturen lackieren wollen, dann seid ihr da auf jeden Fall genau richtig. Sprecht den Christian einfach an. Wir machen euch unten einfach nochmal einen Link rein. Firma Lackwelt aus Uexleben. Da seid ihr gut aufgehoben. Qualitativ genau so geworden, wie ich es eigentlich wollte. Pass auf, ich gehe mal rum. Einfach. Ja, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, was ich meinte mit... Boah, guck mal, hier ist schon ein Fleck drin. Das kann ja nicht sein. Da hat schon der erste Vogel reingekackt. Was ich meinte mit weißer Badewanne, weil... Ja, oder? Das Maxi? Ist, das ist weiß, ja. Das ist weiß, gut ne? Aus. Ist krass, ne? Voll ja. Gefühlt, wenn du jetzt gerade hier so reinguckst. Sieht das Ding ja sogar irgendwie, ja, gefühlt ist es heller als gerade das Licht drumherum. Ne? Ja, also ich muss hier mit der Kamera auch echt gucken gerade. Das finde ich halt so geil bei Weiß, wenn das dann alles so sauber auslackiert ist. Aber muss ich wirklich sagen, die Jungs haben sich wirklich Gedanken gemacht, haben sich überlegt, welche Kanten sie nochmal abdichten. Hier zum Beispiel haben sie nochmal einmal abgedichtet. Gar nicht unbedingt, weil es notwendig ist, sondern weil sie Angst hatten, dass beim Lackieren der ganze Dreck rausfliegt. So, aber sonst so, auch so, wenn du da hinten mal so ein bisschen reinfilmst, das ist schon... Das ist schon in Ordnung, würde ich sagen. Ne? Das ist schon richtig cool geworden. Ne? Ja. Ja, ich konnte es natürlich nicht sein lassen, weil das sind jetzt immer so die besten Momente, so ein Auto frisch vom Lackierer zusammenzubauen. Christian hat mir gestern das Auto gebracht und habe direkt losgelegt. Habe direkt die ersten Teile rangemacht, die ersten Stopfen reingedrückt. So, hier könnte man jetzt natürlich auch alles, wie bei Limo, mit diesen Lochversiegelungen zukleben. Für die Stopfen, wo ich aber, für die Löcher, wo ich einen Gummistopfen für finde, bin ich dann doch eher der Fan von den Gummistopfen, weil ich finde irgendwie, es ist auch irgendwie trittfester, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Boah, ist schon wieder warm. So, was kann ich noch sagen? Die finde ich ja geil. Gibt bei Arbeit auch haufenweise Zubehör. Das ist einfach eine Carbonschale, die auf dem originalen Pedal sitzt. Ne? Das sind doch auch gleich wieder 3 PS mehr. Ja, ja, ja. Okay, aber das Original sitzt dann einfach drunter. Nee, das Original machst du ab und machst das drauf. Ah, okay. Also ist jetzt nicht einfach drauf geklippt. Nee, ist wie original. Ich hoffe, dass das für die Rennstrecke trittfest genug ist. aber. Sieht schon mal schnell aus auf jeden Fall. Sieht schon mal schnell aus, ne? In Summe, wenn ihr hier einfach so die ganzen Details anguckt, ihr werdet das Fahrzeug ja alle auf diversen Messen sehen. Ja, ich weiß einfach gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde es einfach nur geil. Ja. Einfach mega. Das ist Neuwagen, ne? Wenn hier jetzt diese schwarze Zelle reinkommt, die Sitze drin sind, das wird schon richtig, richtig, richtig geil. Wir werden natürlich jetzt wirklich nur das einbauen, was auch wirklich rein muss. Das heißt, das Ding bleibt nämlich auch fast so blank, ne? Selbst hier vorne, selbst das wirklich alles geil auslackiert, alles schön sauber. Leitung ab, Leitung wieder ran. Das heißt auch hier, eigentlich muss man so realistisch sagen, ist natürlich viel zu schön für die Rennstrecke. Aber ich sag immer dann wenigstens mit Stil in der Leitplanke. Okay, jetzt geht's los. So, grober Plan für das Auto ist folgender. Ich baue jetzt bis zum Wochenende, das soll jetzt richtig, richtig schnell gehen, weil am Ende August, Late Night, soll das Auto nämlich schon fahren. Da können wir nämlich ein bisschen Lausitzring fahren. Grober Plan ist, ich schmeiße jetzt alles zusammen. Das heißt, erstmal kommt der Querträger mit Wasserkasten und Lenksäule und so alles wieder rein. Anschließend, und Achsen und Motor, das ist eh klar, aber das ist mittlerweile alles soweit fertig. Dann geht es einmal zu Vichas, die Zelle einbauen. Dann werde ich an dem Auto komplett den ganzen Kabelbau machen. Da werde ich euch auf jeden Fall ein paar Mal mitnehmen, weil wir da wirklich komplett alles verkabeln müssen. Und anschließend, wenn ich wirklich Schlüssel umdrehen kann und Zündung läuft und Auto läuft, erst dann wird er komplett zusammengebaut mit Scheiben einkleben und so weiter. Da kommen nämlich auch noch ein paar Sachen, die ich jetzt noch nicht verrate. Das wird richtig gut. So, und deswegen habe ich mir gesagt, wir machen das in dem Fall wirklich jetzt einmal rollfertig, dann Elektrik, dann Finale. So. Klingt gut. So, jetzt gibt es, ich glaube aus Polen war das, Firma Carbotec. Voll geil, was es mittlerweile alles zu kaufen gibt. Wirklich für den Arbeit. Ganze Zeit überlegt, was macht man. Aber siehe da, es gibt für den tatsächlich fertig
So, Carbon-Trittschalen. Wo die andere mal? Das sind die nächsten 5 PS auf jeden Fall. Ja, jetzt zieht euch das rein. Ja, kann man noch. Kann man mit arbeiten, ne? Ja, sieht gut aus. Ich glaube auch, da kann man mit arbeiten. Bin gespannt, ob der Winkel für den Beifahrer hier passt. Kommt mir ziemlich steil vor, ne? So für die Füße abstellen, weil man in der Arbeit ja immer noch recht hoch sitzt. Ja. Aber das wird schon. Auf der Seite sehen wir gleich, ist wieder ein bisschen Baustelle, weil natürlich an der Stelle der Käfig ist. Aber das muss ich einfach ein bisschen aussparen. Ne? Was halt krass ist, wenn man jetzt hier das Ganze so lackiert sieht, würde man ehrlich gesagt noch nicht mal mehr sehen, dass Vichas da wirklich einen Kasten reingeschweißt hat, eine Platte drauf geschweißt hat und so weiter. Ne? Ja. Das sieht schon alles sehr, sehr seriennah aus. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe es komplett vergessen schon. Und also mir ist es gar nicht aufgefallen. Ja, also wenn da diese schwarze Zelle drin ist, ihr werdet auch sehen, wenn das Auto fertig, vielleicht zum Beispiel 4.9. in Hannover, mehr Infos später dazu, fertig zu sehen ist. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ihr werdet mich ja ansprechen. Ich sage, der Stil, weißes Auto, schwarze Sitze, schwarzer Käfig ist das Beste, was wir machen können. Ja, da ich es immer nicht hinbekomme, irgendwelche Sachen alt einzubauen, zieht euch die Achse rein. Ihr erinnert euch an das Video, wo wir die nachgeschweißt haben. Man sieht tatsächlich von dem Nachschweißen gar nichts mehr. So. Das waren hier die ganzen... Stimmt. Überall. Ja, hier ist überall langgeschweißt. Ich erinnere mich. Man sieht fast gar nichts mehr, ne? Neues Lenkgetriebe gegönnt, weil kostet tatsächlich für dieses Auto, ich glaube, 110 Euro oder so. Und jeder auf der Rennstrecke, der mit Slicks unterwegs ist, heult nach kürzester Zeit rum, dass sein Lenkgetriebe kaputt ist. Deswegen habe ich gleich gesagt, komm her, dann machen wir gleich neues rein und fertig. Das ist relativ günstig bei denen, weil es ist keins mit Servolenkung, sondern der hat die Servolenkung ja elektrisch in der Lenksäule. Also da sitzt ein Motor dran, der für euch quasi lenkt bzw. unterstützt. Ja, sonst einmal wie alles durchgepulvert. Auch diese einstellbaren Uniball-Querlenker, die ich hier letztes Jahr gekauft hatte, die habe ich auch nochmal gepulvert. Hier fehlt noch eine Schraube. Dem einen oder anderen von euch wäre es auf jeden Fall aufgefallen. Liegt aber einfach daran, dass beim Ein- und Ausbau müssen wir das Traggelenk immer abziehen, um die Antriebswelle reinzukriegen. Ne? Mhm. Aber so sieht das Ganze doch für mich jetzt aus. Das sieht schon wieder nach Neuteil aus hier. Ja, das habe ich alles vorbereitet, während das Auto jetzt beim Lacker stand, damit es nicht wieder heißt, es dauert alles viel zu lange. Ist jetzt alles vorbereitet, es kann alles zusammengewürfelt werden. Und jetzt könnt ihr euch wirklich drauf freuen, dass das richtig nach vorne geht. Wir waren letztes Wochenende wieder auf dem Bilzerberg. Übelst gebockt. Also ich bin echt gespannt, was in der Kiste so an Potenzial steckt. Vor allem das Geile ist, dass ich finde es cool, dass ihr so lange am Ball geblieben seid bei diesem Projekt. Mittlerweile, die letzten Videos waren auch richtig gut, weil jetzt kommen erst die richtigen Knaller. Wenn es jetzt losgeht mit Elektronik, wie das Ganze fährt, die ganzen Daten mit Öldruck, Öltemperatur, Ladedruck, Traktion aus der Kurve raus, diese ganzen Spielchen, die jetzt erst kommen, das wird richtig scheppern. Ein weiterer Punkt, den wir gleich gemacht haben, ist, Phil hat mir direkt mal wieder die Radnamen umgearbeitet. Wir haben nicht nur original 4x98, Problem bei 4x98, es gibt kaum Felgen, sondern direkt auch nochmal 4x100 rein. So, in 4x100 gibt es natürlich gleich eine viel größere Auswahl an Felgen. Somit haben wir gleich rundum alles wieder umgearbeitet. Dazu gehört dann natürlich auch die Bremsscheibe, die davor ist. Mhm. Die braucht logischerweise auch einen Doppelkreis. Ne? So, aber ja, ich hatte vorher diese Versatzschrauben drin. Guck mal, da haben wir 1A Ruckenhosse. Ja. Großen Hocke. Ich weiß aber, ständig haben die Leute immer gesagt, du musst die Hacken auf dem Boden machen. Ne? Ja, das ist, daran erkennst du, dass es kein echter ist. So, aber ich sitze normalerweise immer mit Hacken auf dem Boden. Das war nur immer eher Zufall, wenn das Foto dann irgendwie war, das ich gerade irgendwie so gemacht habe. Ne? Mhm. Ja, so, Themawechsel. Genau, Bremsscheiben auch passend umgearbeitet. Jetzt kann ich 4x100. In 4x100 gibt es viel mehr Felgen und ich bin losgeworden, diese Versatzschrauben. Sind die gerade da? Gucken, wo habe ich die? Weil diese Versatzschrauben, wie wir bisher gefahren sind, in meinen Augen eigentlich der größte Fusch. Dieses Spiel, was hier drin ist, sorgt quasi dafür, dass ihr aus einer 4x98 eine 4x100 machen könnt. Ah, weil bei 4x98 ist der Lochkreis von den Schrauben 2 mm weiter drin als bei 4x100. Das heißt, jede Schraube muss 1 mm ausgleichen und das ist dann dieser Versatz halt. Ne? Okay. Ist aber nichts für die Rennstrecke. Brauchen Sie nichts vormachen. Ich fände ja jetzt sogar als krönenden Abschluss, fände ich so Stehbolzen, glaube ich, ganz geil. So richtige Apparaten. So, ja. Motor hier ist schon ready. Da gibt es die Tage auch noch ein kleines Update zu. Weil wir haben ja theoretisch 2 Motoren. Das heißt einmal alles, was geht. Mit dem Subi-Block, mit NG-Kopf und so weiter. Und das ist hier theoretisch der alte Motor. Hier sind nur Pleuel von uns drin.
Stehbolzen, Nockenwellen und so ein bisschen Gedöns. Aber zu viele Projekte auf einmal, das erkläre ich euch immer in den jeweiligen Videos dann. Ja, hier, was ihr ja die ganze Zeit verfolgt habt, unseren Schlossträger, den wir gebaut hatten, mit der Chromostrebe davor, Aluwasserkühler, großer Wagner Ladeluftkühler, auch wieder einmal durchgepulvert. Ich finde, ist einfach immer Wahnsinn, was für ein bisschen Pulver an Ergebnis rauskommt. Es sieht wirklich immer, wie gesagt, es sieht alles irgendwie nach Neuteil aus. Ich weiß immer, ganz viele Leute stehen bei Marius und mir vor den Motoren und sagen immer, ja, das sind ja auch alles immer 50.000 Euro Umbauten. So, es ist aber wirklich kompletter Quatsch. Jemand, der zu sich ehrlich ist und wirklich einfach Bock drauf hat, die Sachen so schön zu bauen. Es gehört nicht viel dazu. Dreckige Finger, weil ihr müsst logischerweise alles mit Scheibenreiniger, Cockpitpflege sauber machen. Das heißt, jedes Kleinteil einsprühen und wirklich sauber schrubben, damit es schon mal sauber ist. Das ist schon mal Punkt 1, das machen halt einfach viele nicht. Und man muss natürlich alles komplett zerlegen und einmal durchpulvern lassen. So, die Pulverpreise variieren von bis. Es gibt Leute bzw. Firmen, die würden jetzt für diesen Schlossträger, fürs Pulvern bestimmt 200 Euro nehmen. Gibt aber auch definitiv Firmen, die pulvern so einen Schlossträger, ich sag jetzt mal für 50 Euro. Mhm. So, kommt immer darauf, ein bisschen auf die Fläche drauf an, kommt garantiert auch dran, wo ihr wohnt. Bei uns in Hannover ist das Preisgefüge zum Glück ein bisschen tiefer. Immerhin da, ja. Ich könnte mir vorstellen, wenn man zum Beispiel in Stuttgart einen Pulverer sucht, dass es da zum Beispiel vielleicht ein Tucken teurer ist. Mhm. Aber es macht wirklich so viel aus. Also es sieht so gut aus. Wie gesagt, selbst wenn dieses Pulvern von diesem Achsträger jetzt nochmal 30 Euro am Ende gekostet hat, ne? Die sind es wert. Genau. So, die Leute denken von außen, es kostet gleich 50.000 Euro, weil alles neu ist. Oder 20.000 Euro oder 10.000 Euro. Nee, das ist aber Quatsch. Grob, ich habe es mal überschlagen, wenn man ein Auto restauriert und wirklich alles durchpulvern lässt. Also wirklich alles. Heißt Vorderachse, Hinterachse, alle Teile, Motorraum, Innenraum, dies, das, jenes, ist man so ungefähr bei 1.000 Euro beim ganzen Auto. Jetzt keine Spezial-Geschenkpreise, sondern wirklich so, ne? Mit Radlagergehäuse, mit Querlenkern, mit Stabis, alles. So, dafür ist es halt am Ende so. Wenn man keinen Wert darauf legt, dass es so aussieht, dann brauchst du noch nicht Pulver lassen. Das stimmt. So. Aber ich finde es gut. Ich finde es geil. Hinterachse haben wir ja euch schon gezeigt, die ist ja schon komplett ready. Jetzt Vorderachse, Schlossträger dazu auch noch. Ja, passt halt. Krass ist halt immer, wobei 1.000 Euro ist auch gerade Quatsch. Also bei 1.000 Euro waren sogar noch etliche weitere Teile bei. Also das ist dann wirklich eher die Größe von einem Auto wie Limo, wo du wirklich so riesen Achsträger hast, so riesen Querlenker und so weiter. Ne? Also ich glaube an dem ganzen Abarth, der ganze Abarth sind vielleicht, ja, lass es zwischen 350 und 500 Euro gewesen sein. Sind halt auch nicht so viele Teile, ein bisschen Sitzkonsole, ein bisschen dies, das, jenes. Ne? Ja, hier stehen wir übrigens vor dem Oma Golf. Kleines Update dazu. Kupplung wieder drin. Henning, einmal verstärkte Druckplatte gemacht. Die Leute, die nicht Bescheid wissen, machen euch Infokarten rein, müsst ihr euch reinziehen. Gab beim letzten Event so ein bisschen Probleme mit dem Getriebe. Kam Öl raus, sind dann nicht mehr gefahren, weil wir nicht riskieren wollten, dass wir für alle die Strecke dreckig machen. Deswegen jetzt einmal ins Getriebe reinschauen, abdichten und dann gucken, ob irgendwas drin kaputt ist. Weil es hat auch so ein ganz bisschen Geräusche gemacht von Anfang an. Und dann geht's auch zum Race 1000. Ja, geil. Wird doch. Ja, ich bin gespannt. Also Rakete. Ich freue mich richtig auf den Arbeit. Ja, folgen. Ich kenne ja das Ergebnis, wie es am Ende aussehen wird. Und das wird schon so, wie man jetzt so ein bisschen erkennen kann am Innenraum, wird das schon. Ja, und es gibt ja noch ganz viele Sachen, die ihr noch gar nicht wisst. Das ist auch gut so. Nicht, weil ich es euch verheimlichen will, sondern, wie sagt man so schön, Vorfreude ist die schönste Freude. Da wird auf jeden Fall noch jede Menge kommen. Ein Punkt, den ich jetzt nämlich noch angehe. Ah, das ist hier nämlich zum Beispiel so ein Punkt. Bremskraftverstärker. Ist eine Membran drin. Wenn ihr ganz bisschen also falsch, hier rüber wird Unterdruck reingesaugt. Das heißt, dieses ganze Teil ist Unterdruck. Hier ist eine riesen Membran drin. In dem Fall würde ich mal sagen 8 oder 9 Zoll Durchmesser. Wenn ihr ganz leicht die Bremse tretet, springt die Membran da drin quasi über einen Totpunkt. Jetzt gerade steht sie so. Ihr bringt sie über den Totpunkt und ab dem Totpunkt kann sie über die Fläche, über den ganzen Unterdruck gezogen werden und ihr unterstützt quasi eure Kraft in dem Hauptbremszylinder. Grob aufgebaut. Wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, dadurch, dass dieses Teil natürlich komplett offen ist und man den Dreck niemals wieder rauskriegt, ist das Ding immer schwer zu pulvern. Dazu kommt, im Ofen beim Pulvern sind immer so zwischen 80 und 100 Grad. Ist immer ein bisschen riskanter. Der sieht zum Glück noch ganz gut aus, die rosten immer ganz gerne. Hier ist kein Problem. Jetzt kommt allerdings Folgendes, am Wochenende wieder beim X-Bow gemerkt. In diesem Fall haben wir einen Hauptbremszylinder,
für alle vier Räder. So, das heißt, alle vier Räder kriegen immer den gleichen Bremsdruck. Die gibt es teilweise als zwei Kolben Hauptbremszylinder, das heißt, da sind dann vorne hinten verschiedene Kolben drin. Ist aber alles nicht geil, weil man kann es alles nicht einstellen. Maß der Dinge wäre hier, wir machen mal ein Bild rein, einen sogenannten Waagebalken davor. Das heißt, ich habe zwei Zylinder, Zylinder für vorne, Zylinder für hinten. Bei Marius am Golf haben wir es auch schon mal gezeigt. Er findet es optisch geil, bei diesem Auto würde es halt vom Zweck her Sinn machen. Das heißt, wir würden eine Kombination machen aus Bremskraftverstärker und Waagebalken. Das Ganze wird leider ein bisschen länger, wir müssen gucken, ob wir Platz haben. Dann könnten wir aber vom Innenraum aus mit einer Welle die Bremskraft zwischen vorn und hinten verstellen. Ihr müsst euch das quasi so vorstellen, man hat einen Anlenkpunkt, der auf die beiden Zylinder drückt. Und je nachdem, wie dieser Anlenkpunkt von links und nach rechts verschoben wird, ist quasi der Hebel auf den Hauptbremszylinder anders. Und ihr könnt wirklich ganz einfach neben dem Lenkrad ein bisschen drehen und sagen, nee, ich hätte gern ein bisschen Bremsdruck mehr vorne, ein bisschen mehr Bremsdruck hinten. Ist halt ganz cool für die eine oder andere Strecke. Die Strecken sind immer unterschiedlich. Manche Strecken gibt es, da bremst ihr eher gerade. Da gibt es aber auch Strecken, wo man öfter mal so in die Kurve reinbremst. Und so wäre das schon geil, das zu verstellen. Das ist sehr sinnvoll. So, jetzt gäbe es natürlich die Variante, den Bremskraftverstärker einfach wegzulassen. Habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo ich gerade wieder im X-Bow gefahren bin und den Bremskraftverstärker eigentlich gar nicht gebraucht habe. Und auch wieder. Und auch wieder Gewicht. hätte den großen Vorteil, dass wir den Bauraum dann haben. Okay, das zeigen wir euch aber auch nochmal. Nochmal drüber nachdenken. Da muss ich mal drüber nachdenken. Vielleicht ist es doch ganz geil, hier direkt Bremskraftverstärker raus und nur Waagebalken rein. Okay. Ja, okay. Was soll ich sagen? Vielen Dank an alle Beteiligten. Vielen Dank an Christian und das ganze Team fürs Lackieren. Wochenende. Erst Obergolf fertig machen. Dann Rohrplan nochmal. Achse rein. Motor rein. Front vor. Innenraum. Träger rein, dass man wieder lenken kann. Und schon geht das Auto zu Wiechers, Käfig rein, dann steigen wir wieder ein ins Video, vielleicht auch vorher schon, und kümmern uns um Thema Elektrik, weil da können wir für die Rennstrecke, das ist jetzt auch tatsächlich mal das erste Projekt, was wir haben, wo diese ganze Sensorik, dieses ganze Elektrikzeug auch mal so richtig Sinn macht. Das macht natürlich auf der Viertel- und halben Meile auch immer Sinn, als Außenstehender, wenn Marius zum Beispiel fährt, dass ich mir danach alles angucken kann. Aber auf der Rennstrecke ist es halt einfach so, man fährt einfach viel, viel, viel mehr und kann somit auch viel mehr ausprobieren, viel mehr lernen, viel mehr Sensoren auf das eigentliche Fahrzeug, ich sag jetzt mal, abstimmen. Also gerade so in Bezug auf Gehkraft, Raddrehzahl, alles loggen, später angucken. Zum Beispiel Thematik Öldruck. Man hat ja so krasse Gehkräfte mit so einem Auto, dass es passieren kann, dass das Öl in der Ölwanne wegschwappt und der Motor Luft zieht. Würden wir vielleicht gar nicht mitbekommen, wenn einmal ganz kurz der Öldruck weg ist. Aber später im Log kann man sich das alles angucken. Genauso Spritdruck, Temperaturen. Ich bin selber gespannt, ob es überhaupt möglich ist, so einen Motor rundenlang über die Rennstrecke mit so einem Kühler zu bewegen. Und solche Sachen. Bremstemperaturen, Reifentemperaturen, das wird noch so geil. Das wird gut. Ich glaube auch. Ich kümmere mich ein bisschen um das Chaos hier. Euch viel Spaß beim Gucken, beziehungsweise vielen Dank fürs Gucken und bis zum nächsten Mal.